ist. Hallo, liebe Fußballfreaks. Und ja, ich melde mich ganz kurz, bevor dieses Video losgeht, denn ich möchte euch ganz dringend auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar wird der Stadtrat in Kaiserslautern am kommenden Samstag, 15.02.2020, eine Sondersitzung abhalten, wo es um den FCK bzw. die Stadionpacht gehen wird. Für all diejenigen, die nicht nach Braunschweig mitreisen können, ist das eine Pflichtveranstaltung. Kommt also am 15.02. um 10.30 Uhr auf den Rathausplatz in Kaiserslautern. Das ist eine ganz wichtige Sache und jeder, der den FCK im Herzen trägt, sollte sich verpflichtet fühlen, dort anwesend zu sein. So, aber jetzt würde ich sagen, ihr schaut euch das Video an und wir sehen uns dann am Schluss. 8.2.2020. Herzlich willkommen wie immer hier an der Betzebuth. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, wie motiviert ich bin, aber das wisst ihr ja mittlerweile alle. Darum sage ich einfach mal meinen Tipp für dieses Spiel. Ein 0:4 für Münster. Ja, das wird sehr viele schocken, inklusive mir. Aber jedes Mal, wenn ich gegen den FCK tippe, gewinnen wir. Darum gehe ich von 3 Punkten für den FCK aus. Aber wenn ich das sage, gehe ich doch schon wieder von einem Sieg aus. Also doch, es wird verwirrend. Ihr wisst einfach, was ich meine. Ihr schaut euch den Gegner jetzt erstmal an. Und sollte irgendwas sein, halte ich euch wie immer auf dem Laufenden, denn es ist ja doch einiges los. Also ich hoffe, dass ich das im Rückwärtsgang hinkriege. Ist schon einiges an Kops da. Und mal sehen, was abgeht. Hallo liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum 23. Spieltag in der Saison 2019-2020. Der Liga-Alltag ist beim FCK wieder eingekehrt, denn am vergangenen Dienstag hieß es für die Fortuna aus Düsseldorf antreten auf dem Heiligen Berg im DFB-Pokal-Achtelfinale. Der Erstligist ging schon nach gerade einmal 9 gespielten Minuten mit 0:1 in Führung. Doch diese währte gerade einmal 71 Sekunden, denn die Lautra ließen sich nicht hängen, kämpften weiter, gingen direkt wieder dran und holten den Ausgleich. Im weiteren Verlauf der Halbzeit war das Spiel wirklich heiß umkämpft. Jede Partei hatte die Chance, die Führung an sich zu reißen. Und während meine Männer in Rot kurz vor der Halbzeit in der Vorwärtsbewegung waren, wurde ein Lautrer regelwidrig im 16er der Fortuna zum Stoppen gebracht. So hatte der Schiedsrichter keine andere Wahl und zeigte auf den Punkt. Christian Kühlwetter übernahm die Verantwortung, trat an, zog ab, überwand den gegnerischen Torwart zu seinem zweiten Tor in diesem Spiel. Kurz nach dem Wiederanpfiff zeigten unsere Gäste den Zweiklassenunterschied und glichen in der 49. Minute aus. Angeregt durch diesen Treffer zog F95 weiter an, in der 65. zum 2:3. Und sie zogen weiter an. Und noch weiter an. Sodass es nach dem Schlusspfiff 2:5 für die Düsseldorfer stand und der erste FC Kaiserslautern mit einer herben Ohrfeige aus dem Wettbewerb geworfen wurde. Doch trotz dieser numerisch hohen Niederlage standen am Ende die wahren Fans und nicht diese ganzen Event-Trottel, die sich schon in der 80. Minute verpisst haben, in der Kurve und feierten ihr Team. Denn trotz allem war die erste Halbzeit definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Außerdem muss nochmals erwähnt werden, dass wir mit Mainz und Nürnberg in den vorhergehenden Runden zwei starke Gegner herausgeworfen haben und erst im Achtelfinale als Drittligist aus dem Pokal fliegen ist definitiv keine Schande. So kann man also positiv und optimistisch auf die heutige Begegnung zwischen den Roten Teufeln und den aus dem rund 390 Kilometer weit entfernten Münster angereisten Jungs des Sportclubs Preußen blicken. Diese Strecke nahmen rund 1500 Lautra am vierten Spieltag der Saison bereits auf sich, um ihr Team auswärts zu supporten und konnten ganz kurz vor der Halbzeit die 0:1 Führung ihrer Mannschaft bejubeln. Doch schon kurz nach dem Start der zweiten Halbzeit konnten die Hausherren ausgleichen. In der 75. Minute war Timmy Thiele jedoch zur Stelle und eroberte die Führung für die Lautra zurück.
nur damit man sie zwei Minuten später schon wieder abgeben kann. Alter! Das dicke Ende kommt natürlich wie immer zum Schluss. In der 85. Minute durch ein Eigentor von Lennart Grill stand man dann mit einer 3:2 Niederlage und trotz zweimaliger Führung mit komplett leeren Händen da. Mit dem damaligen Sieg verstärkte der SCP weiter seine Positivbilanz gegen den ersten FCK. Denn viel zu holen gab es für die Pfälzer bisher noch nicht. Aus insgesamt 6 Begegnungen gab es nur insgesamt 2-mal etwas Zählbares. Ein Sieg, nur ein Unentschieden, stehen 4 Niederlagen gegenüber. Ich hoffe, dass sich das heute etwas verbessert. Siege gab es auch in der jüngeren Vergangenheit auf beiden Seiten der heutigen Kontrahenten. Aus insgesamt 5 Partien holten die Preußen 6 Zähler durch 2 Siege. 3-mal unterlag man seinem Kontrahenten. Die Lautrer konnten sich ebenfalls 2-mal gegen ihre Gegner durchsetzen, 2-mal gab es eine Punkteteilung und nur ein einziges Mal gab es eine Nullrunde, somit 8 Punkte auf unser Konto. Dies bringt uns in der Tabelle Rang 10 mit 30 Punkten ein. Dementsprechend müssen die Lautrer heute etwas Zählbares holen, damit der Abstand zu den oberen Rängen nicht noch größer wird. Doch auch die Preußen könnten diese Punkte dringend brauchen, denn diese befinden sich mit aktuell 19 Zählern noch im direkten Abstiegskampf. Dementsprechend kann man von einer leidenschaftlichen und von beiden Seiten heiß umkämpften Partie der nicht nur tabellarisch, sondern auch finanziell sehr differierenden Teams ausgehen. Ich bin auf jeden Fall absolut motiviert für diese Partie und hoffe, dass die Kurve genauso wie am Dienstag beben wird. Darum würde ich jetzt sagen, lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. Weiter, Gol! 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 Gol!
Gameplay!
doch um, ja. So, liebe Fußballfreaks, das war es dann also vom Spiel gegen Preußen Münster. Und ich glaube, wir haben uns alle etwas mehr als nur einen einzigen Zähler ausgerechnet. Es ist so unglaublich frustrierend. Es wird langsam wieder so ein Déjà-vu wie, sagen wir mal, im Oktober. Es ist richtig krass. Richtig, richtig übel. Aber gehen wir den Tag wie immer gemeinsam durch. Ich war wieder viel zu früh um 9 Uhr in Kaiserslautern, war dann wieder im 12. Mann und dann wie immer an der Betzebuth. Da habe ich ganz viele nette Menschen getroffen und kennengelernt. War echt geil, sich mit euch zu unterhalten und ich hoffe, dass man sich bald wieder sieht. Insbesondere die Jungs aus Jena möchte ich ganz herzlich grüßen. Ist immer toll, euch zu sehen und es ist unglaublich, wie ihr für den Fußball unterwegs seid. Also ganz große Daumen hoch. Ja. Dann hat auch noch Horst Eckel Geburtstag gehabt. Alles Liebe und Gute nachträglich, auch von mir zum Geburtstag. Einer der Helden von 1954, den darf man einfach nicht vergessen. Und das wird auch niemals werden. Dann vor dem Spiel traditionell You Never Walk Alone. Und dann ist eine Sache passiert, wo mich tatsächlich unfassbar schockiert hat und mir ganz kurz das Herz stehen geblieben ist. Und zwar ist die Fahnenstange von der mir sehr geliebten Fahne abgebrochen und zerstört. Scheiße. Das ist richtig, richtig schlecht. Und das ist eine meiner persönlichen Lieblingsfahnen. Und ich will dir auf jeden Fall wieder im Block Wien sehen. Darum, hier ist unsere PayPal-Adresse. Da könnt ihr uns Geld hinschicken. Und das wird zu 100% an den Besitzer der Fahnenstange gehen, dass er sich eine neue holen kann, denn so ein Teil ist nicht billig. Wenn mehr zusammenkommen sollte, geht das Geld ans Nachwuchsleistungszentrum. Also ich behalte davon gar nichts, möchte ich im Vorhinein sagen. Aber selbstverständlich könnt ihr auch normale Spenden an uns richten, so ist es ja nicht. Ja, und dann hat das Spiel angefangen und wie so oft in der jüngeren Vergangenheit ist der FCK direkt rangegangen, hat richtig geackert, sich richtig den Arsch aufgerissen, sich Chancen erarbeitet und dann kam Preußen ein einziges Mal vors Tor und macht es dann natürlich. Das ist so fucking typisch für uns in letzter Zeit. Wir machen und tun und reißen uns den Arsch auf und kriegen nichts dabei raus. Es ist so frustrierend. Ich könnte echt kotzen und heulen. Ich könnte quasi keulen. Der FCK hat sich dann aber weiterhin positiv gestaltet, indem er weiter dran gerannt ist und nach 6 Minuten 1:1. Wunderbar. Da habe ich echt gedacht, so, das könnte noch was werden in diesem Spiel. Nichts war's. Einfach unglaublich. Chance um Chance. Entweder hängt's irgendwo an einem Bein von einem Spieler oder beim Aluminium. Unglaublich. Purer Frust. Und dann kommt Preußen noch einmal gefährlich vors Tor und der wäre auch noch fast reingegangen. Ich habe gemeint, ich fresse meine Cap. Unglaublich. Also ich war so frustriert nach diesem Spiel und mittlerweile kippt auch langsam die Stimmung in der Kurve wieder. Die Euphorie ist weg und man kriegt einfach keine Punkte zusammen. Schaut euch an, ist es der Tabellenplatz, den wir uns als Anspruch stellen? Und jetzt müssen wir am Samstag auch noch gegen Braunschweig ran. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, wenigstens ein Positives war gestern. Und zwar, wir haben die 25.000 Abonnenten geknackt. Saukrass, ganz vielen herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch, der uns abonniert hat und uns unterstützt durch Kommentare, durch Bewertungen. Beides liebt ja der YouTube-Algorithmus. Und je mehr ihr dahingehend schreibt, desto bekannter werden wir. Das ist einfach geil. Und ihr beteiligt euch wirklich in enorm hohem Maße. Und darum haben wir uns auch was einfallen lassen. Und zwar gibt es ein Gewinnspiel. Es gibt jetzt nämlich ab sofort Merch von uns, darunter auch dieses T-Shirt oder die, wo ihr gerade jetzt eingeblendet seht. Und da gibt es einiges zu gewinnen. Es wird insgesamt 5 Gewinner geben, aber das brauche ich ja nicht hier erklären. Am Ende verlinke ich euch einfach das Video vom Gewinnspiel. Da könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Und da kommen wir zu noch einer Sache, die mich persönlich sehr gefreut hat. Und zwar die ganze Fanpost. Gestern habe ich zuallererst hier diesen Schal vom lieben Marco geschenkt bekommen. Ganz vielen herzlichen Dank, ist wirklich ein geiles Teil, hat mich mega darüber gefreut.
Vom lieben Robin und vom lieben Arne habe ich hier diesen Schal bekommen, der mir auch sehr, sehr, sehr gut gefällt. Echt geil. Ganz vielen herzlichen Dank auch an euch zwei. Und da bleiben wir noch ganz kurz bei Schals. Und zwar habe ich hier diesen vom lieben Alexander aus Nürnberg zugeschickt bekommen. Ganz vielen herzlichen Dank. Aber nicht nur das, sondern auch diesen hier. Ganz vielen herzlichen Dank. Aber da war noch mehr im Umschlag, den er uns zugeschickt hat. Und zwar diese ganzen Aufkleber. Ganz, ganz, ganz vielen herzlichen Dank an dich. Haben uns wirklich sehr darüber gefreut. Vom lieben Niklas habe ich gestern diesen Sticker hier bekommen, Waldhofer Recke. Ich freue mich jetzt schon sehr aufs Derby und ganz vielen herzlichen Dank dafür. Von den lieben Jungs aus Jena, die ich ja vorhin schon gegrüßt habe, habe ich hier diese ganzen Aufkleber bekommen von deren Herzensverein. Ich freue mich jetzt auch schon mega drauf, wenn wir wieder ins Paradies fahren. Und zu guter Letzt habe ich vom Jens 3 Postkarten bekommen aus dem Stendal in der Altmark. Ganz vielen herzlichen Dank dafür, hab mich auch darüber sehr gefreut und es war auch schön, sich kurz mit dir zu unterhalten. So, liebe Fußballfreaks, und da sind wir auch schon wieder am Ende von diesem kleinen Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Am Samstag geht es für uns weiter nach Braunschweig und für diejenigen, die nicht mitfahren. Am 15.02. 10.30 Uhr auf den Rathausplatz ist eine Ehrensache als FCK-Fan, dort anwesend zu sein. Bis dahin wünsche ich euch aber noch eine schöne Woche, passt auf euch auf und wir sehen uns im Block.